Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, Blind. In der letzten Folge sind wir dieses Jesus-Mädchen begegnet, die uns umbringen wollte und der wir natürlich dann auch folgen. Weil wahrscheinlich ist der Professor Gasthaus. Jetzt wollte ich echt Professor Gast sagen, ey. Ja. Der Professor Haus ist verschwunden und wir versuchen den zu finden. Ja. Und ich liebe dieses Spiel übrigens. So ganz nebenbei. Oh. Oh, komm her. Ich töte dich. Oh, schön. Aber nicht nur hier das Kampfsystem oder so, auch. Keine Ahnung, das sieht irgendwie so geil aus hier der Hund. Aber ich war richtig. Habe ich ein richtig tolles Spiel abgegriffen. Da hat man so richtig das Gefühl. Deswegen sage ich euch, holt es euch sofort. Ich habe es euch gesagt. Wenn euch irgendeine unbekannte Person auf YouTube das schon empfiehlt, dann muss es ja wohl gut sein. Okay. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, von wo ich gekommen bin. Von hier bin ich nicht gekommen, also muss ich hin. Ich will nur alles abstauben. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Da muss ich wohl eine Schlüsseljagd starten. Okay, Truhe. Ja, damit. Ultimative Waffe? Nö, Apfelgummi. Okay. Also übrigens die Heilgegenstände, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Hm. Auf der Karte sind noch so Sachen abgebildet. Ja, warte mal. Stimmt, ich meine, ich habe irgendwo gehört, die Dinger sind jetzt alle verbunden, irgendwie. Also die Ebenen oder die Gebiete. Meine ich jedenfalls, irgendwie so gehört zu haben. Oh. Hey, ich weiß, wer das war. Das ist die einzigste nicht Hauptcharakterperson, die ich kenne. Aber ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Ja, den würde ich sowieso jetzt noch nicht verraten. Bin ich bescheuert. Ich spoilere euch über ein Spiel, von dem ich selbst keine Ahnung habe. So. Du hast verschlossen. Okay. Muss. Prüfen. Eisensand. Ein feines Sand aus Erde. Feines Sand aus Erde? Was? Da habe ich nicht richtig gelesen. Egal. Eintreten. Folgen wir dieser Person. Where did that girl go? Excuse me, but I can't hear you. Was ist da los? So, you're the visitor I heard about. Enjoying the view? What is this place? What'd you do to the professor? Who are you? Your expression. It's priceless. Ditto. I love the look of fear in your eyes. Und die will uns töten. What's going on? Why are you doing this? Ich renn einfach mal weg. Oh, es hat einen Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Hilfe! Nein, ich glaube, das dauert zu lang. Und da bin ich tot. Was?
thought you weren't planning to die today, boy. But I don't want to die. There has to be a way. Oh, quit trying to act calm. It's that girl. Oh, das ist das andere Mädchen, das versucht hat, uns zu töten. Ah, okay. Und oh Gott. Ach du Kacke. Ja, warte, ich helfe dir. Ja. Ja. Ja, gern geschehen. Ifrit, der Lord des Feuers. Was zum Mylas vier große Geister. Als Herr der Geister kann Myla beim Kämpfen die vier großen Geister befehligen. Ifrit, Sylph, Undine und Gnom können als Arzt verwendet werden. WP4, was soll das denn sein? WP4, was soll das sein? Web Points? Okay, das war ein cooler Auftritt. I told you to go home. Don't tell me you live here. No, of course not. I'm sorry. Is this the work of the Spyrex? The Whatix? Could it be connected to the disappearance of the lesser spirits? Huh? You're losing me. Disappearing spirits? You really need to go home. Someone might not swoop to your rescue next time you're in trouble. The Spyrex must be somewhere else. Hey, wait! I'm kinda trapped here. If the professor were with me, they might have let me leave, but can I come with you? I see. If you stick with the person who saved you, then you won't need any more saving. Clever boy. Boy? You don't look that much older than me. My name is Jude Mathis. I'm Mila. Mila Maxwell. Dass er darauf nicht reagiert hat. Select. Haupt. Noch ein Zittern. Oh, Titel? My hands are still shaking. And for good reason. You were almost killed. I'm a civilian. Why would she attack me like that? I don't think she's part of Roshigal's army. If she's not a soldier, then what is she doing at a military facility? An ironic question for you or I to ask, don't you think? I see your point. Did you kill her? I'm not sure. I tried to go easy on her, but humans are so fragile. I keep having to tell the four not to overdo it. I'm not really following you. Ja, das war übrigens ein Skit. Ja, habe ich jetzt einfach eiskalt angemacht. Da kann man hoch, okay. Ja, das sind so kleine Nebengespräche, die ein bisschen die Story auflockern oder etwas über die Charaktere erzählen oder einfach nur für What the fuck Momente sorgen. Die werden in diesem Spiel wahrscheinlich situationsabhängig sein, im Gegensatz zu Tales of Grace, wo die ortsabhängig waren. Das heißt, je nachdem, was passiert und wo wir sind und was wir gerade machen, werden verschiedene Skits auftauchen. Dann drücke ich Select und Bam.
I assume you had some reason for coming to this place. I was worried because Professor House hadn't come back. But he's... One of the people who died while connected to that machine? Yeah. I can't believe it. The professor had been so excited about the request from Orta Palace. I see. Hmm? Yes. Yes, I suppose so. Huh? Oh, wait for me! Was? Okay. Die scheint ein bisschen... Die scheint es ein bisschen wenig zu interessieren, was hier los ist. Und die ist Level 2 und hat 2000 HP. Was ist das denn? Okay, wenn die jetzt auch noch voll die Imba-Ausrüstung hat, ne? Die ein Rapier. Eisenknife. Ein Trenchcoat. Ja. Arzt. Ja. Sie hat Ifrit, Gnom, Silb, Andin. Das sind die Elementargeister aus der Tales of Reihe. Feuer, Erde, Wind, Wasser. Mein Gott. Ich habe doch Avatar geguckt, mein Gott. Windlanze, Feuerkugel. Sie ist Magie. Ausgelegt, wie ich sehe. Den großen Geist der Feuer, um einen Kombo-Angriff aus Flammenschlägen und Feuerarten auszuführen. Ja, ich werde aber nicht sie steuern, weil... Ja. Ist Jude's Story, sag ich mal. Strategie, da gehen wir jetzt auch mal. Okay, da klärt sich von alleine. TP verbraucht, TP sparen, freie Aktion, ja. Ja, sie muss ich ja nicht konfigurieren, sie ist voll gefeedet, sag ich mal. Und Jude werde ich die ganze Zeit schon. So, Ereignis ist ja, poppt hier die ganze Zeit auf. Eine Übersicht über die Handlung und ein aktuelles Ziel findest du in der Ereignisliste. Da sind auch Nebenereignisse und Ziele aufgeführt. Kannst du ändern? Ja, Entschuldigung. Erste Begegnung. Folge Mila. Schiedsgeschichte. Sag ich schon, Schied. In Arbeit ist keine. Okay. Bibliothek, das habe ich, als ich mal bei meinen Gegenständen ein bisschen umgeguckt habe, entdeckt. Anscheinend haben wir schon alle Bücher hier. Oh! Titel erhältst du durch erfüllte Bedingungen wie das Sammeln von Objekten oder Besiegen neuer Gegner. Jeder erlangte Titel wird dir eine bestimmte Menge an Rängen. Diejenigen mit vielen Rängen wird viel Gutes erfahren. Okay. Ah, cool. Forschungszentrum. Du hast das jetzt ein rotgekleidetes Mädchen nach vorne besiegt. Ja, natürlich habe ich sie besiegt. Ach, das ist jetzt nicht für jeden Charakter. Okay. Aber jeder hat doch hier so einen Titel bekommen. Achso, das sind die Grundlagen. Feinddaten. Das ist wahrscheinlich hier so. Oder auch nicht. Doch, das ist Monsterbuch. Hier können wir den Gegner untersuchen. Cool. Fenmond. Vermont. Fenmond. Mädchen in Rot. Kann ich irgendwie... Ah, cool. Ja, war ein geiles Schwert. Der erinnert mich irgendwie... Keine Ahnung. An die ultimative Waffe von Luke aus Tales of Abyss. Sah auch irgendwie aus wie so ein lebendes Schwert. So, Plaudereien. Man kann die wieder abspielen? Wie geil. Was? 56 Minuten? Also doch, ja, kommt hin. So. Dann klettern wir mal noch hier hoch. Gucken, was hier ist. Und was hier nicht ist. Und wie Sie sehen, ist hier nichts. Und da springt der eiskalt runter. Okay. Verlassen wir mal hier. Und dann würde ich gleich mal direkt einen Schnitt machen. Ja, was ist wohl los? Das werden wir im nächsten Part erfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bye bye.